Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car-Mechanic Simulator. Jawohl, wir sind hier wieder am Start. Tuning-Treffen steht bevor. Und wir haben immer noch ein Reifenproblem. Naja, mehr oder weniger. Azu 43, du hattest mir in die Kommentare geschrieben. Vorne 35er Querschnitt muss drauf. Check. Erledigt. Danke für den Tipp. Und Felge habe ich auch geändert auf Einpresstiefe 10, also ET10. Sieht um einiges besser aus, wie ich finde. Ja, das kann auf jeden Fall mehr. So, du hattest mir aber auch noch eine andere Felge vorgeschlagen, und zwar die Modern 02B. Habe ich natürlich auch mal gekauft und drauf lackiert. Und et voilà. Da ist das gute Stück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alter Schwede, die sieht ja scheiße geil aus, ey. Ich hoffe, ich bin über die ersten 30 Sekunden drüber. Ja, die sieht mega geil aus. Also die gefällt mir sogar noch besser. Also die wir hier vorher drauf hatten, ja, je länger ich sie mir angeguckt hatte, desto weniger hat sie mir gefallen. Die hier gefällt mir echt gut. Aber die 02B in der Wagenfarbe, alter Schwede, kommt doch mal mega nice, oder? Also die wird safe genommen. Also da auch nochmal ein großes Dankeschön an den Tipp. An die habe ich gar nicht gedacht. Ich habe auch, bevor ich die lackiert habe, habe ich gedacht, der würde den Stern quasi lackieren und den Rest lassen, wie es war. Aber nee, so sieht es mega nice aus. Also das gefällt mir sogar noch besser als ohnehin schon, oder? Also was meint ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Also es kann auf jeden Fall was. Vielen Dank da für deinen Tipp. Die sieht geil aus. Und ich würde sagen, die nehmen wir auch. Erste Hebebühne bitte. Die andere werde ich mal nicht verwerfen. Die kann man auf jeden Fall nochmal umlackieren. Aber, also ich werde auch die anderen Felgen erstmal behalten. Aber wenn ich mir das jetzt so im Vergleich angucke, die oder die, dann wirkt die irgendwie noch ein Ticken sportlicher, wie ich finde. Oder? Auf jeden Fall. Also die sieht schon richtig nice aus. Also die werden wir auf jeden Fall mal nehmen. Also hier runter mit dem Pneu. Ist so doppelt gemoppelte Arbeit, die ich jetzt hier gerade habe, aber ist egal. Weil ich den Reifen gerade erst wieder aufgezogen hatte. Macht aber nichts. Uhu, yeah. Also vielen Dank, wie gesagt, für den Tipp. Sieht echt gut aus. Sieht richtig gut aus. Da ist ein Tuner unter meinen Zuschauern. Man merkt es. Ich habe schon so viele Jahre nicht mehr selber an Autos geschraubt. Ich habe keine Ahnung mehr. Achso, Quatsch, was mache ich hier? So, zack, dann einmal die. Da. Einmal den. Einmal. Und. Ah, Quatsch. Zack, und. Zweimal. Dann können wir die schon mal hier drauf schmeißen. Zack. Zack. Und zack. So. Runter damit. Drauf damit. So. Und fertig. Jawohl. Ja, das mit dem Querschnittsverhältnis, da bin ich irgendwie so ein bisschen. Ja, das habe ich noch nie so wirklich richtig gerafft gehabt. Aber, hey. Dafür, ne? Haben wir die Kommentarspalte. So, jawohl, alter Schwede. Doch, sieht um einiges geiler aus, oder? Safe. So, warte mal, jetzt können wir, dann ballern wir aber die Reifen hier nochmal weg, weil die brauchen wir nicht. Die Pelle hier. Ja, komm, ich behalte die mal. Wo ist denn? Warte mal, hatte ich hier nicht nur.
Finde ich schon eine vierte gehabt? Na, ist egal. So, wir verticken erstmal die ganzen Teile, die ich hier noch in der Tasche habe, weil du brauchst keinen Mensch mehr. Warte mal. Der Rest müsste eigentlich drin sein. Flüssigkeiten hat man, glaube ich, eingefüllt. Na, ja, sieht gut aus. Sehr schön. Warte mal, dann können wir das Ding doch eigentlich einstellen. Einmal einstellen, bitte. Oha. So, zack. 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 Und zack, so, sehr schön, vielen Dank. Und auch das Licht stellen wir noch ein. Na komm, nehmen wir mal einen Ticken runter. So. Oha, wo steht denn der Scheinwerfer? So, passt. Sehr gut, jawohl, nice. Bah, Alter, jetzt hier noch so ein schönes Deckel drauf oder so, ne? Wäre richtig nice. Uha, yeah. So, pass auf. Und jetzt gehen wir auf den Motor prüfen. Jetzt will ich auch wissen, was der kann. Alter Schwede, der sieht ja richtig nice aus. Der sieht richtig edel aus, ne? So, ich habe mal schnell hier ein paar Fotos gemacht. Nice. Und wir wollen den Motor... Prüf-Mütte-Test hier starten. 270 PS Serie. Wir haben einiges dran gemacht. Ich bin mal gespannt. Hört auf jeden Fall böse an. Sind PS, ne? Läuft. Wobei, Moment, wir können ja auch noch, da müssen wir ja noch mal schauen, das ist ja jetzt das... Alter. Das ist ja jetzt mein zweites Manko, ne? Ich kann ja, ich bin ja zu dämlich, um Getriebe einzustellen. Vor allen Dingen muss ich erstmal überlegen, wo war denn das? War das hier? Ja. So, das kriege ich ja auch komplett mal überhaupt gar nicht auf Kette, ne? Das ist ja überhaupt nicht meins. Warte mal, wie komme ich denn da rüber? Da, zack, Sechsganggetriebe auf jeden Fall. So, und dann ist die Frage, wie machen wir das jetzt hier? Warte mal, der stand auf 4,0. Ja, lassen wir mal auf 4,0 stehen. Also wenn mir hier auch nochmal einer helfen kann, ne? Immer rein in die Kommentare, weil das habe ich bis heute noch nicht verstanden, wie das hier funktioniert. Wie stellt man das richtig ein? Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach mal den sechsten Gang jetzt da noch so mit rein. Und Rest, oh, verdammt, jetzt habe ich das nicht übernommen. Nein. So. Und Rest, ja, müssen wir dann schauen. So, zack, dies, das, ja, übernehmen, passt. Das übernommen, ich will es hoffen. So, und dann, zweiter Stellplatz. Edel, edel. Er sieht echt richtig hammermäßig aus. Also damit werde ich den Show and Shine Wettbewerb auf jeden Fall gewinnen. So, Teststrecke, Rennstrecke, ne, wo war denn hier? Hier, VMAX Teststrecke, zack, da wollen wir hin. Mit dem Civilian. 480, warte mal, was stand da? Da stand doch gerade VMAX, 387 km/h. War das der Rekord? Na, ja, wir werden es wohl sehen. Fahren. Uiuiui. Na. Alter. Boah, sieht der nice aus. Ey, der sieht richtig nice aus, oder? Ah, der ist. Der,
ganz ehrlich, das ist somit der schönste, den ich jemals bei Car Mechanic gemacht habe. Gefällt mir richtig gut. Ja, mal gucken, was das Ding kann, ne? Alter, der hört sich aber auch böse an, ne? Richtig geil. Hört sich richtig geil an, finde ich. Geht aber gut ab. Und lässt sich aber auch noch fahren. Ich glaube, der sechste Gang ist noch nicht so richtig. Aber gut, das ist jetzt mal nebensächlich. Oh, ja moin. Boah, das hört sich echt übel an. Ja, doch, gefällt mir. Gefällt mir. Sehr schön. Jawohl. Alter Schwede. Da kommen wir mit zum Tuning-Treffen, wa? Also schreibt es ja gerne mal in die Kommentare. Was haltet ihr von der Karre? Nice geworden, oder? Echt edel. Also der hier. Ja, moin. Können wir da direkt mal getrost stehen lassen. Passt schon. Aber der, nur bei dem hier muss ich mal ganz ehrlich mal schauen gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich den eingestellt habe. Das will ich mal gerade gucken. Das ist mir nämlich gerade so eingefallen wie. Also, habe ich eingestellt. Alles klar. Okay. Wobei, ganz so schlecht sieht der jetzt auch nicht aus. Ne? Sieht aber eher so aus wie so eine Gangsterkarre, finde ich. Zack, so. Stellplatz C, jawohl. Und der Walisen hier, der ist eigentlich auch ganz schnieke geworden. Was ich bei dem cool finde, ist, dass der so eine zweigeteilte Lackierung hat. Schön hinten schwarz getönte Scheiben. Ist auch nicht schlecht, ne? Kann man auch machen. Ich weiß gar nicht, haben wir... Warte mal, ich kann ja mal schnell schauen. Der hier ist auch soweit fertig. Den habe ich parallel gemacht. Noch nebenbei. Der ist soweit hier, da ist alles fertig, den können wir eigentlich auch verticken. Den müssten wir halt noch eben schnell einstellen, glaube ich. Der dürfte noch nicht eingestellt sein. Farbe, ja, ist okay, ne, können wir machen. Ja, hier, siehst du, da müssen wir noch mal schnell ein bisschen rumdoktern, schnell. Zack. So. Da hatte sich nämlich jemand gemeldet gehabt, der wollte so einen Wagen für seine Frau haben, damit die was zum Einkaufen fahren hat. Habe ich gesagt, ja, ich habe hier gerade so einen stehen, der ist fertig. Voll restauriert. Und den wollte der sich mal angucken. Habe ich gesagt, ja, jederzeit vorbeikommen. Kein Problem, Wagen steht hier. Und so, schauen wir mal, ne? So, den auch mal dahin. Und dann müssen wir mal eben schnell schauen. Wir haben doch noch ein... Was?
Nee, so. Wir haben doch noch einen Walisen hier. Was haben wir hier eigentlich noch? Ein C4? Was ist das für einer gewesen? Ach, das war der. Ein C4L Series. Ah, okay, alles klar. So, hier den Walisen haben wir ja noch. Und zwar schmeißt den mal rein in die Werkstatt. Oha, 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 jawohl, ja moin. Freunde, voll der Trümmer. Voll der Übertrümmer, ach du Schande. Wisst ihr, was bei dem geil wäre? So ein Volvo, ihr kennt ja diese alten Volvo V70, fragt mich nicht, welches Modelljahr oder wie auch immer. So ein Kombi war immer als, ja, Jugendlicher oder junger Erwachsener immer so eine Traumkombination mit einem Wohnwagen hinten dran. Fand ich immer mega geil. Ich finde Camping halt voll geil. Nur leider bei dem geht auch oben dieser Gepäckträger nicht drauf. Habe ich nämlich bei den Walisen da draußen schon ausprobiert. Voll nervig. Aber, könnten wir eigentlich als nächstes mal rangehen, ne? Weil den würde ich dann behalten. Der ist ja schon einmal fertig. Ist überhaupt was dran gemacht? Nee, ne? Nee. Aber hey, das ist ja eigentlich so ein Standard. Ne? So Chill-Out-Area, Fahrzeug, so keine Ahnung, hinten wohlfühlen, Champagner aufmachen, damit ein bisschen rumspritzen. Also nur mit Champagner, ne? Und, jo. So, den haben wir dann auch schon. Läuft. Alter Schwede, ey, der war nicht echt der. Boah, Junge, ist der geil geworden, ne? Der ist echt Hammer. Bin ich voll stolz drauf jetzt. Ein richtig nices Teil. So, Walisen hatten wir, glaube ich, noch nicht im Video mit drin, ne? So, Atomrenten haben wir fertig. Rest, pff, ja gut, was können wir denn als nächstes nochmal? Hey, komm, wir machen den Walisen fertig. Machen wir jetzt mal hier eine Abstimmung für unter die Kommentare. Was soll man aus dem Walisen machen? Machen wir da draußen Standardfahrzeug einfach auf schneller Basis und weg? Weil verkauft, der soll auf jeden Fall verkauft werden. Oder soll man da irgendwie noch was draus machen? Vorschläge gerne in die Kommentare. Das ist jetzt mal so eine Frage an euch. Weil, ja, zwei brauchen wir nicht, aber kann man machen. So. Oder ihr sagt, hey, ne, ihr könnt jetzt hier kurz stoppen. Dann seht ihr, welche Fahrzeuge ich aktuell noch hier am Start habe. Und dann können wir da auch noch mal was machen. Da, dann ist das Fair Lady. Z wäre vielleicht auch noch was. Porsche haben wir soweit fertig. Ich glaube, der RS America, den haben wir noch nicht fertig. Und den COLX haben wir noch und den C4 hätten wir noch. C4 könnten wir auch so eine richtige Gangsterkarre draus machen. Sieht bis so geiles Luftfahrwerk, also hier so ein, wie heißt die, Hydraulikfahrwerk wieder bei dem Ding, richtig geil. Naja, aber wie gesagt, da könnt ihr gerne mal mit in die Kommentare schreiben, weil, ne, ihr sollt damit entscheiden. So. Was war das hier für einer? Ach, das ist der 5er BMW. Jaguar E-Type, den hatten wir, glaube ich, fertig, ne? So, den haben wir fertig. Katagiri Tamago. Moment, ist das nicht der hier? Ne, was war das denn für einer? Wie hieß der nochmal? Oh ne, Quatsch. Sakura Tokumi, genau, so heißt der. Ja, könnte man auch noch machen. Wobei, habe ich nicht sogar auch noch einen davon? Sakura Takumi, da hätten wir auch noch einen zweiten von. Auch bitte da mal in die Kommentare schreiben, was machen wir da? Standard und raus? Oder soll ich das halt, ne, offscreen machen, Standard und raus? Oder sollen wir da auch noch mal was Weißes draus machen? Immer wieder sollt ihr da mit teilhaben. So, den finde ich auch noch ganz nice. Ja, hier, der wird auch noch richtig edel, der Sakura GT20. Ja, Royale Town ist halt ein Ding, es ist halt ein Standardfahrzeug. Und ja, der Rest schauen wir mal. So, den packe ich jetzt erstmal wieder auf Seite.
Weil, ja, da müssen wir dann, wie gesagt, mal schauen. Ihr sagt mir mal kurz Bescheid. Und ja, dann gucken wir mal, wie es dann so, ja, wird, ne? Irgendwie. So, dann, oha, Telefon. Moment, schnell. Hallo? Ja? Eine Expertenmeinung brauchen Sie. Ja, ist kein Problem. Bringen Sie den Wagen vorbei, gucke ich mir an. Können Sie direkt morgen früh bringen. Oder heute noch. Ich bin bis 16:30 Uhr da. Ja? Okay, alles klar. Ja, vielen Dank. Ciao. Ja, seht ihr Leute, zack, haben wir direkt wieder einen Auftrag hier am Start. Und was hat er gesagt? Er braucht eine Expertenmeinung. Irgendwie wusste er nicht, was passiert ist. Und ja, keine Ahnung. Wir wollen in den Urlaub fahren. Sollen wir uns angucken. Schauen wir mal. Kriegen wir hin. Aber alles erst in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Was möchtet ihr hier machen? Der ist verkauft. Da kommt jemand vorbei. Der möchte den für seine Frau haben. Was machen wir aus den Walisen? Und was machen wir aus dem zweiten Takumi, den wir noch haben? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von unserem Schmuckstück hier draußen? Also Atze43, vielen Dank dann nochmal für den Tipp mit den Felgen. Mega. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren. Na, kommentieren habe ich ja gerade angekündigt. Und auch gerne kostenloses Abo da lassen. Danke dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.